Im nördlichen Brandenburg bewirtschaftet Familie Grünhagen 2000 Hektar und betreibt ein Lohnunternehmen. Der Standort ist ackerbaulich herausfordernd. Um die Felder bestmöglich mit Nährstoffen zu versorgen, testet man als einer der ersten Betriebe in Deutschland einen neuen Bodenscanner. Die kleine Ortschaft Wernikow liegt 120 Kilometer nordwestlich von Berlin. Auf dem Hof Grünhagen läuft Ende Juli die Kartoffelernte. Spezialisiert hat man sich auf die Stärkekartoffelproduktion, die seit Betriebsgründung Anfang der 90er zu einem wichtigen Standbein geworden ist. Prinzipiell würden sich auf diesem Standort auch gut Speisekartoffeln anbauen lassen. Aufgrund des hohen Steinbesatzes lässt sich jedoch keine beschädigungsfreie Ware produzieren, wie es die Abnehmer vorgeben. Die Ansprüche bei Stärkekartoffeln sind geringer und die Knollen können sogar mehrere Wochen am Feldrand gelagert werden. Die Reinigung des Ernteguts findet im Anschluss am Feldrand mit einer selbstkonstruierten Maschine statt. Mit einem Teleskoplader wird der Bunker beschickt und die Knollen durchlaufen im Anschluss mehrere Reinigungs- und Siebeinheiten. Pro Stunde werden so 70 bis 80 Tonnen Kartoffeln von Erde, Sand und Steinen befreit. Die Knollen werden dann mit eigenen Lkw in das 30 Minuten entfernte Kyritz transportiert. Dort steht eine der ältesten Stärkefabriken Europas, die 200.000 Tonnen Kartoffeln im Jahr verarbeitet. Aufgrund einiger ertragsmäßig schwieriger Jahre hat Familie Grünhagen den Landwirtschaftsbetrieb stark diversifiziert. So wird die Betriebsfläche neben rund 1000 Hektar konventionell auch auf 400 Hektar biologisch bewirtschaftet. Darüber hinaus wurde in Windkraft und in Photovoltaik investiert und ein Lohnunternehmen aufgebaut. Über alle Bereiche sind 18 Mitarbeiter fest angestellt. Es wird zum Landwirt und zur Fachkraft Agrarservice ausgebildet. Die Anfänge der Betriebsgründung waren beschwerlich und riskant. Hans-Heinrich Grünhagen stammt von einem Ackerbaubetrieb in der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA fasste der Landwirtschaftsmeister 1991 zusammen mit seiner Frau den Entschluss, nicht den solide aufgestellten elterlichen Betrieb zu übernehmen, sondern etwas Neues aufzubauen. Nach mehreren Betriebsbesichtigungen stießen die beiden auf das Angebot in Wernikow, knapp 70 Hektar Land samt Wirtschaftsgebäuden und Wohnhaus kaufen zu können. Nach einer kurzen Bedenkzeit entschied sich das Paar für das Unterfangen. Mit enormem Einsatz wurde das Gelände der ehemaligen LPG auf Vordermann gebracht und die Betriebsfläche in der Folge Stück für Stück erweitert. Mittlerweile ist auch Sohn Jan Steffen in das Familienunternehmen eingestiegen. Brandenburg ist bis auf wenige Ausnahmen für seine sandigen, leichten und wenig fruchtbaren Ackerflächen bekannt. Gepaart mit den geringen Niederschlagsmengen von 500 bis 600 mm und einer ausgeprägten Frühjahrstrockenheit ein herausfordernder Mix. Um die Erträge zu stabilisieren, hat Familie Grünhagen viel Geld in Beregnungstechnik investiert. Auf rund einem Drittel der Betriebsfläche, also etwa 600 Hektar, sind Kreisberegner aufgestellt. Für Kartoffeln und Mais rechnet sich die künstliche Bewässerung. Bei Getreide läuft die Beregnung nur sehr zurückhaltend und bei Raps gar nicht. Neben der Beregnung hat der Fokus auf die Bodengesundheit und die Analyse sämtlicher Feldarbeiten die größten Erfolge bei der Kulturführung gebracht. So werden Getreide, Raps und Mais überwiegend nach dem Strip-Till-Prinzip gesät. Im Bio-Bereich wurde der Reihenabstand in Kombination mit Untersaaten auf bis zu 37 cm ausgedehnt.
Um die Nährstoffversorgung auf den äußerst heterogenen Flächen weiter zu optimieren, ist man auf den InterraScan aufmerksam geworden. Das Gerät erstellt bei der Überfahrt eine Strahlungskarte der Felder. In etwa alle 3 Hektar werden im Anschluss Bodenproben gezogen, die Referenzwerte liefern. Eine Software errechnet mit diesen Werten anhand der Strahlungskarte dann engmaschig die Bodeneigenschaften und die Nährstoffversorgung. Anhand von mehr als 800 Datenpunkten pro Hektar lässt sich im Anschluss eine sehr präzise Düngekarte erstellen. Das Ziel ist es, die Grunddüngung mit Phosphor, Kalium und Spurenelementen so exakt wie möglich am Pflanzenbedarf durchzuführen, dabei Ressourcen zu schonen und den Ertrag zu steigern. Hinzu kommt die Optimierung der Kalkung, die in dieser Region ebenfalls eine bedeutende Rolle für die Bodenfruchtbarkeit hat. Familie Grünhagen kombiniert die Messung des InterraScan mit dem Arbeitsgang des Striegelns. Mit dem Gerät kann die Fläche in einem Abstand von bis zu 12 Metern bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von maximal 20 km/h befahren werden. Die Datenverarbeitung erfolgt mit wenigen Mausklicks. Später werden dann im Büro die Präzisionskarten für die Düngung, den Pflanzenschutz und die Aussaat erstellt und an die Jobrechner der jeweiligen Landmaschinen übertragen. InterraScan ist als Mietkonzept oder als Serviceleistung konzipiert und richtet sich vor allem an Landwirte auf sehr uneinheitlichen Ackerbaustandorten. Jan Steffen ist staatlich geprüfter Betriebswirt und leitet den biologisch geführten Betriebsteil. Die Erzeugerpreise im Bio-Bereich waren zuletzt stark unter Druck und die Produktionskosten sind gestiegen. Der 28-Jährige will diesen Betriebszweig dennoch weiterentwickeln und hat im vergangenen Jahr mit dem Bau eines 550er Sauenstalls nach Naturlandrichtlinien begonnen. Damit will er auch den Nährstoffkreislauf für seinen Hof verbessern. Im Lohnunternehmen Grünhagen läuft neben dem Mähdrescher auch ein Feldhäcksler. Mit dem Mais von den eigenen Feldern sowie einigen Kundenflächen beliefert man 3 Biogasanlagen in der Umgebung. Zum Siloschieben setzt man auf 2 Raupen von Prino. Der landwirtschaftliche Strukturwandel ist in Brandenburg besonders stark zu spüren. Vor allem die Viehhaltung ist stark zurückgegangen. Familienbetriebe und Agrargenossenschaften stehen im Wettbewerb zu Investoren, die nicht selten auch branchenfremd sind. Der Hof von Familie Grünhagen zeigt, wie wichtig es ist, den Betrieb möglichst breit aufzustellen und neuen Technologien gegenüber offen eingestellt zu sein. Weitere Informationen zum Agrarbetrieb Grünhagen, zu InterraScan sowie weitere interessante Kurzfilme haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt.